Ich verspreche Ihnen, dass dieses Video Augen öffnen wird. Ob dabei Greta Thunberg vor Scham für immer schweigen wird, kann ich jedoch leider nicht versprechen. Die Corona-Krise deckt etwas auf, was jedem von uns ins Auge springen muss. Mit dem, was ich in diesem Video zeige, bekommen die Grünen und die deutsche Umwelthilfe jetzt echte Probleme für ihren totalen Krieg gegen unsere so umweltfeindliche Wirtschaft und gegen das so schrecklich böse Auto. Gleich sehen Sie wirkliche Fakten, die so gar nicht zu dem passen, was uns derzeit Land auf, Land ab, gebetsmühlenartig überall und permanent erzählt wird. Das Gefährliche an alledem, unsere Politiker sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Sie gefährden unsere Zukunft und unsere Stellung in der Welt. Die Automobilindustrie Deutschlands ist die Schlüsselindustrie unseres Landes. Heute wird unter anderem das Auto verteufelt mit schlimmen Folgen für unser Land, für die Menschen, für die Arbeitsplätze, für den Wohlstand. Mit Angst vor Corona lässt sich für die Regierung weltweit alles erreichen. Mit der Angst vor einer Klimakatastrophe klappt es genauso gut. Fakten statt Fake News. Alle Beweise, alle Links in der Infobox zu diesem Video. Schauen wir uns einmal den ersten Punkt an. Im März diesen Jahres brach der Luftverkehr weltweit ein. Derzeit hören wir ja, dass die Lufthansa Staatshilfe braucht. Weltweit flogen im Februar im Jahreshoch fast 197.000 Passagierflugzeuge an einem Tag. Und am 29. Februar gab es nur noch 64.522 Flüge. Noch am 28. Februar gab es rund 110.000 Flüge von Frachtflugzeugen und am 29. März waren nur noch 34.594 in der Luft. Die kühnsten Träume der Umweltschützer werden also wahr. Und dann schauen wir uns noch an, wie die Vollbremsung der Wirtschaft in China aussah. Die folgende Grafik zeigt uns, dass die Verkehrsstaus in China im gesamten Februar bis zum 1. März 2020 deutlich unter den Werten der Vorjahre 2017, 2018 und 2019 lagen. Beachtet bitte alle einfach die rote Linie im Vergleich zu den Vorjahren. Und hier sehen wir den täglichen Verbrauch von Kohle der großen Stromproduzenten Chinas, der am 29. Februar 26% unter dem Vorjahr lag. Achtet auch hier bitte auf die rote Linie für 2020. Halten wir also fest, China hat im Februar und März 2020 seine Wirtschaft praktisch in den Winterschlaf geschickt. Und bevor ich nun ans Eingemachte gehe und allen Politikern der Grünen und Klimaaktivisten den Spiegel für die eigene Unwahrhaftigkeit vorhalte, will ich euch zeigen, dass China der CO2-Produzent der Welt ist. Schaut euch einmal die nebenstehende Grafik aus meinem Buch an. 1990 lag Chinas Anteil an dem CO2-Ausstoß der Welt bei 10,3% und 2015 waren es bereits 28%. Der Anteil der Europäischen Union lag 1990 noch bei 19,6%, also rund 20%, und 2015 nur noch bei 9,9%. Unser Land, Deutschland, hatte übrigens 2018 einen Anteil an dem weltweiten CO2-Ausstoß von 2,1%. Nochmals 2,1%. Im Jahr 2008 waren es noch 2,7%. Politiker von den Grünen wie Robert Habeck, Anton Hofreiter oder Annalena Baerbock machen uns glauben, am deutschen Umweltwesen möge die Welt gelesen. Aber wenn ihr euch die Zahlen mal für Indien und China anschaut, kann man nur mit dem Kopf schütteln, was hier getrieben wird. Jetzt zeige ich euch etwas anderes. Auf Hawaii am Mauna Loa Observatory, wo der CO2-Gehalt der Atmosphäre in ppm, also Parts per Million, gemessen wird, zeigt sich im März und im April überhaupt nichts, was darauf hindeuten könnte, dass menschliches Nichtverhalten, Nicht-Emittieren von CO2, Nicht-Verbrennen von Öl, Nicht-Fliegen einen Einfluss auf die Menge atmosphärischen CO2s hat. 414,5 ppm oder ppm CO2 wurden am 6. April gemessen, 412 wurden noch vor einem Jahr gemessen und am 23. April waren es sogar 415,62 ppm. Lasst den Chart einmal auf euch wirken. Und das kann jeder von euch überprüfen, denn die Quellen dazu lege ich offen. Wie in meinem Buch Fremdbestimmt ist es mir wichtig, dass ihr alle Quellen selbst verifizieren könnt. Und damit mir niemand sagt, dass ja trotz des Wirtschaftseinbruchs noch immer CO2 ausgestoßen wurde, selbst von China, einer Wirtschaft im Winterschlaf und der Anteil an der Atmosphäre dadurch bedingt ja natürlich weiter steigt, wollen wir uns noch einen weiteren Chart anschauen. Um dieses Gegenargument nämlich zu entkräften, zeige ich euch hier seit dem Jahr 2000 auch den Anstieg zum Vorjahr in Prozent. Nutzt die Standbildfunktion, wenn ihr diesen Chart in Ruhe betrachten wollt.
Und wie gesagt, die Primärquelle zu diesem Chart könnt ihr gerne einsehen. Ich will ja, dass jeder alles überprüfen kann, was ich hier ausgegraben habe. Und im März 2020 lag der Anstieg zum Vorjahr bei 0,61%, trotz des Winterschlafs der chinesischen Wirtschaft und der beispiellosen Einbrüche des weltweiten Luftverkehrs. Im März 2019 lag der Anstieg zum Vorjahr auch bei 0,63%. 2018 stieg der CO2-Gehalt um 0,54% zum Vorjahr, 2017 um 0,58%. Das sollte doch wohl für uns alle reichen. China ist der Hauptproduzent von CO2. Chinas Wirtschaft bricht beispiellos ein. Der Luftverkehr bricht, wie wir gesehen haben, beispiellos ein. Aber die Jahresveränderungsrate des CO2-Gehalts auf Hawaii zeigt keine Veränderung. Und deshalb sage ich, die Welt ist Zeuge einer unglaublichen Klimalüge. Wie beim Coronavirus wird mit der drohenden Klimakatastrophe eine Welle der Angst weltweit geritten. Angst macht Menschen gefügig. Angst lähmt Menschen. Angst ist die Nahrung der Regierungen und die Krankheit der Völker, die ihren Regierungen auf den Leim gehen. Denkt alle darüber nach. Aber es geht ja noch weiter. Und mir tun die Dieselfahrer leid, die möglicherweise von Mitmenschen beschimpft und von Fahrverboten heimgesucht werden. Selbst die Tageszeitung Die Welt titelte am 15. April, wie wir hier sehen, die Messwerte der Corona-Ära rütteln am Image des schmutzigen Diesels. Am Image des schmutzigen Diesels, wohlgemerkt. Leider sind die Inhalte hinter einer Bezahlschranke versteckt, aber ich will für euch gerne daraus zitieren. Die ersten deutlichen Beschränkungen gelten, wie die Zeitung richtig berichtet, ab der Kalenderwoche 12 und wurden noch einmal ab der Kalenderwoche 13 deutlich verschärft. Und dann heißt es im Artikel, was wir neben mir einblenden, über die Stickoxidwerte folgendes. Doch am Neckartor stieg der durchschnittliche Messwert sogar leicht von 32,2 Mikrogramm in Kalenderwoche 11 auf dann 40,2 Mikrogramm in der darauffolgenden Woche. Nach der Verschärfung blieb er auf knapp 38 Mikrogramm und stieg in Kalenderwoche 14 sogar wieder auf 39,8 Mikrogramm. Die Entwicklung der NO2-Werte blenden wir hier einmal ein. Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Wir sehen eindeutig, dass die Werte eben nicht durch die Corona-Kontaktsperren und Beschränkungen eingebrochen sind. Für die Messstation Stuttgart-Bad Cannstatt habe ich folgende Charts für euch alle mal erstellt. Wir sehen, dass zu vielen Zeitpunkten im März und April die Werte in diesem Jahr, 2020, über denen des Vorjahres lagen. Nutzt bitte das Standbild, wenn ihr diesen Chart länger betrachten wollt. Und hier zeige ich für das menschliche Auge einen Chart, in dem man alles besser erfassen kann. Positive Werte, also Werte oberhalb der Nulllinie, zeigen, dass die Werte des heutigen Jahres 2020 über denen des Vorjahres liegen. Angesichts der starken Verkehrsrückgänge durch Corona ist genau das ja völlig überraschend, nicht wahr? Nochmals, ihr könnt alles überprüfen, wie in meinem Buch FEMP bestimmt, wird alles mit Links in der Infobox für euch verifizierbar gemacht. Benutzt bitte eure Augen heute zum Sehen, damit ihr sie später nicht zum Weinen gebrauchen müsst. Und diejenigen, die uns heute regieren, behandeln uns nicht mit Respekt. Sie gefährden unsere Stellung, unsere Existenz und unsere Zukunft. Wollt ihr das wirklich? Ich will das nicht. Für Stickstoffoxid NOx galt bis 2010 ein europaweiter Stundengrenzwert von 200 Mikrogramm je Kubikmeter für Außenluft, der nicht öfter als 18 Mal im Jahr überschritten werden durfte. Und 2008 wurde dieser Grenzwert mit einer EU-Richtlinie neu festgelegt auf 40 Mikrogramm Kubikmeter. Bis 2010 war der Grenzwert also fünfmal so hoch wie heute und die Lebenserwartung lag 2016 laut Weltbank in Deutschland bei 80,64 Jahren, nach 79,98 Jahren 2010, 77,9 Jahren im Jahr 2000 und 75,22 Jahren 1990. Wir blenden das mal ein. Also bis 2010 stieg sie trotz des damals gültigen Stundengrenzwerts von 200 stark an. Tja, wenn wir die gegenwärtige hysterische Diskussion verfolgen, könnte man ja glauben, wir stünden vor dem absoluten Luft-Super-GAU, dem Luftnotstand in Deutschland. Dabei ging zum Beispiel die Stickstoffdioxidbelastung, wie wir einblenden, von 2,9 Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf 1,2 Millionen Tonnen 2017 laut dem Umweltbundesamt zurück. Die Entwicklung für CO2-Grenzwerte bei Pkw-Neuzulassungen spricht ebenfalls für sich. Sie lag in der EU 1997 bei 181, 2005 bei 162, 2010 bei 140, 2017 bei 119 und wird 2021 nur noch 95 Gramm CO2 je Kilometer betragen.
Ende 2018 beschloss die EU, dass dieser Grenzwert bis 2030 nochmals um 37,5% gesenkt werden soll. Mit dem Verbrennungsmotor ist das nicht zu schaffen. Und unsere deutsche Bundesumweltministerin Svenja Schulze forderte sogar eine stärkere Reduzierung um 50% gegenüber dem Grenzwert für 2021 bis 2030. Übertroffen wurde sie nur noch von der als Berichterstatterin federführend zuständigen Europaabgeordneten Miriam Dall aus Malta. Das kleine Land besitzt ja bekanntlich keine Automobilwirtschaft und braucht somit die ökonomische Unvernunft ja auch nicht auszubaden. Und auch wenn die Grünen ja hier in Deutschland in einem Land mit starker Automobilindustrie leben, haben sie sich auf das Auto eingeschossen. Und vordergründig geht es ja derzeit um den Dieselmotor und in Wahrheit um das gesamte Verbrennungsauto. Der grüne Stuttgarter Oberbürgermeister Kuhn sagte im Juli 2018 der FAZ, wir wollen die Innenstadt autofrei machen. Autos kommen nur noch in die Innenstadt, wenn sie direkt ins Parkhaus fahren, sonst nicht. Grüne Politiker sagen unverhohlen, dass sie das Auto verbieten wollen. Die FAZ titelte dazu entsprechend, wie Sie hier sehen. Und der Chef des französischen Automobilkonzerns Peugeot, dem jetzt auch Opel gehört, sagt, die Reduktionsraten, die wir jetzt vor uns haben, sind ein brutales Diktat des Europaparlaments. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft arbeiten in der Automobilwirtschaft direkt 800.000 Beschäftigte und 2,8 Millionen in angeschlossenen Branchen. Aus dem Kanzleramt würde man sich all diese Fakten für die Menschen in unserem Land wünschen. Aber wie stellte Andreas Rödder, einer der bedeutendsten deutschen Zeithistoriker, im letzten Jahr fest? Die gegenwärtige politische Kultur in Deutschland zeige, dass die Deutschen das politische Argumentieren durch emotionales Moralisieren ersetzt hätten. Nochmals durch emotionales Moralisieren. Ich finde, recht hat er. Für mich tragen heute hierfür sowohl Medien als auch unsere politische Führung die Verantwortung. Und bei alledem kommt das Diktum von Hermann Lübbe mir in den Sinn. Moralismus ist der Triumph der guten Gesinnung über die Gesetze des Verstands. Mit falschen, unwahren Behauptungen schaufeln die Politiker der Grünen, Vertreter der Deutschen Umwelthilfe und nichtsahnende junge Menschen von Fridays for Future das Grab für unsere Volkswirtschaft, für unsere Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand und damit für unsere Zukunft. Die Grünen, wenn wir sie in die Regierung bringen sollten, sind die Zerstörer Deutschlands. Hört sich vielleicht populistisch an, ist aber so. Aber was ist denn eigentlich populistisch? Was ist Populismus? Die bekannteste Definition stammt von dem niederländischen Populismusforscher Kaas Mudde. Und er sagt, Populismus definiert sich als Polarisierung zwischen dem Volk und den Eliten. Dieser Populismus beruht auf einer Moralisierung, die das gute Volk den korrupten Eliten gegenüberstellt. Und deshalb sage ich, wir brauchen ein Höchstmaß an Populismus. Wir brauchen ein gutes Volk, aber wir brauchen keine korrupte Elite. Und ich sage auch, nennt mich in diesem Sinne gerne einen Populisten. Es ist mir eine große Ehre. Wenn ihr weiter getäuscht und arm gemacht werden wollt, müsst ihr diese falschen Propheten wie Robert Habeck, Anton Hofreiter oder Annalena Baerbock und Claudia Roth wählen und regieren lassen. Für Deutschland und unsere Zukunft heißt es dann, gute Nacht. Wollt ihr das wirklich? Ich will das nicht. Mit den Worten meiner Heimatstadt möchte ich dieses Video schließen. Glück auf. Glück auf für euch alle, Gottes Segen, alles Gute hier aus Dresden und bis bald, jeden Donnerstag ein neues Video in diesem Kanal.